Ismail Alavir auf die Bühne. Hallo. Weil Frieden eine Notwendigkeit ist und hier kein harmonisches Miteinander zustande kommt. Weil Frieden der einzige Weg zur Glückseligkeit ist, Friede sei mit dir, meine Damen und Herren. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sehr geehrte Politiker, Frau Renate Künast, Herr Saleh, sehr geehrte Vorbilder, hochverehrte Lehrer und Eltern, liebe Akademiker und Abiturienten, wertes Publikum, ich heiße Sie alle im Namen des Mahdi e.V. ganz herzlich willkommen zur Vorbildschaft und Künden. In diesem Jahr haben wir gleich zwei Anlässe zum Feiern. Zum einen feiern wir die Auszeichnung unserer Abiturienten und Akademiker und zum anderen zelebrieren wir das fünfjährige Bestehen des Mahdi e.V. Leider wird diese Veranstaltung auch von einer Zeit überschattet, in der Intoleranz, Islamophobie, Terrorgefahr und Ausgrenzungsversuche an der Tagesordnung stehen. Dazu aber später mehr. Vor fünf Jahren hat sich eine kleine Gruppe von Jugendlichen zusammengetan, um gegen Diskriminierung von Migranten und speziell Muslimen vorzugehen und sich für ein friedliches Miteinander einzusetzen. Ihr Ziel war und ist es immer noch, dass die Mehrheitsgesellschaft versteht, dass die Muslime hier zu Hause sind. Sie sind Bürger, die dieselben Rechte und Pflichten haben wie jeder andere auch. Ihr Ziel war und ist es aber auch, dass die Minderheitsgesellschaft dass eine Partizipation der Minderheitsgesellschaft ermöglicht wird. Mit Partizipation meinen wir hier, dass sie sich als ein aktiver Teil der Gesellschaft verstehen, in allen Bereichen ankommen und sich für die Lage dieser Gesellschaft interessieren. Damit meinen wir aber auch, dass man Bildung nicht nur als Chance, sondern als Selbstverständlichkeit betrachtet. Und um diese Ziele zu erreichen, wurde dann der Mahdi e.V. gegründet. Aus der kleinen Gruppe am Anfang sind mittlerweile mehr als 50 junge Menschen geworden, die sich ehrenamtlich und selbstorganisiert für eine bessere Zukunft engagieren. Das bedeutet 5 Jahre voller Anstrengung, Taten. 5 Jahre Mahdi e.V., das sind 5 Jahre, in denen die Mitglieder viel Zeit und Kraft geopfert haben, damit die Basis von Toleranz und Gerechtigkeit in diesem Land geschaffen wird. 5 Jahre Mahdi e.V., das sind aber auch Jahre, in denen der Verein durch schwierige Zeiten gehen musste. Zeiten, in denen dem Verein sowohl die Mitglieder als auch die Mittel ausgingen. Zeiten, in denen der Verein von der Politik und anderen Akteuren der Gesellschaft nur in wenigen Fällen unterstützt wurde. Aber wir können mit vollem Stolz sagen, dass wir in diesen 5 Jahren keinen einzigen Augenblick daran gedacht haben, diesem Verein oder auch nur ein Ziel oder eins seiner Prinzipien aufzugeben. Meine Damen und Herren, der Mahdi e.V., das sind Jugendliche, die sich entschieden haben, nicht mehr nur zuzuschauen, sondern aktiv zu werden. In einer Zeit, in der die Integrationsdebatte von rassistischen Tönen besprochen wird, wird der Verein mehr denn je gebraucht. Und an diejenigen, die über Ethnie und Gene sprechen, denen sagen wir, lasst Vernunft walten. Gebt Rassismus keine Bühne, denn minderwertige Gene existieren nur in rassistischen Köpfen. Solange Minderheiten, Menschengruppen in Deutschland ungerecht behandelt werden, so lange wird es auch den Mahdi e.V. geben. Ich gratuliere heute den Abiturienten und Akademikern für ihre wohlverdienten Abschlüsse. Ihr sendet heute ein starkes Signal an all diejenigen, die an eure Fähigkeiten gezweifelt haben. Euer Erfolg ist eine Botschaft an alle, die darauf gewettet haben, dass ihr scheitern werdet. Ihr beweist heute, dass ihr die Fähigkeit habt, Führungspersönlichkeit zu sein
und eine wichtige Rolle in dieser Gesellschaft einzunehmen. Fleiß und Anstrengung geschafft haben, trotz Diskriminierung und trotz Identitätskrise ihren Bildungsweg weiterzugehen. Diese Absolventen, die all diese Schranken durchbrochen haben, sind sehr wohl fähig, ein aktiver Teil dieser Gesellschaft zu werden und die Zukunft Deutschlands wirtschaftlich und sozial zu gestalten. Und wer immer noch daran glaubt, dass wir nur für den Gemüsehandel oder für das Kinderkriegen gut sind, für den haben wir heute eine Antwort. Mehr als 550 Absolventen und Akademiker in den letzten 5 Jahren allein auf der Bühne des Machen e.V. Die Zahl der Absolventen ein Vielfaches höher. Ich verneige mich heute vor den Eltern, die einen wesentlichen Anteil am Erfolg ihrer Kinder beigetragen haben. Denn sie sind es. Wir bedanken uns heute aber auch vor allem bei den Lehrern. Jeder Lehrer und jede Lehrerin ist unserem Verständnis nach eine Institution für sich und bedarf der besonderen Anerkennung und Wertschätzung. Denn sie unterrichten nicht nur Schüler, sondern erziehen eine ganze heranwachsende Gesellschaft. Und deswegen sind wir auch vorbereitet. Den Fokus noch auf das politische Geschehen richten. Traurige Wahrheit ist, dass immer mehr Abiturienten und Akademiker keine sichere Zukunft in Deutschland sehen, wie viele Studien auch zu leben. Nicht, weil woanders das Wetter schöner ist als hier. Nein, sie wandern aus, weil sie zwar toleriert, aber nicht akzeptiert werden. Weil woanders bei ihrer Bewerbung nicht auf den Namen geguckt wird, sondern auf ihre Qualifikation. Weil woanders nicht auf das Stück Kopfstoff auf den Kopf geguckt wird, sondern auf das, was im Kopf ist. Und dann auch aus, weil ihnen das Gefühl gegeben wird, Fremde im eigenen Land zu sein. Meine Damen und Herren, wir sind nicht zimperlich, was die Kritik an uns betrifft. Nein, wir fordern Kritik. Allerdings fordern wir konstruktive Kritik und nicht die Schwierigkeiten, die wir Tag für Tag in den Medien erfahren. Das, was unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit bei uns gesagt wird, ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Hier fordern wir von der Politik, eine klare Linie zu ziehen und jede menschenverachtende Stimme im Keim zu ersticken. Wir fordern die Mehrheitsgesellschaft dazu auf, Andersartigkeit als Vorteil zu sehen. Wir fordern aber auch von der Minderheitsgesellschaft, dass sie ein aktiver Teil dieser Gesellschaft werden und dass sie Chancen wahrnehmen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren.